Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe eine Frage zu 1. Korinther 7. Paulus schreibt da ganz erstaunliche Dinge, die man so von ihm eigentlich nicht erwarten sollte. Und zwar schreibt Paulus von seiner Meinung, die er hat über Ehe und über Unverheiratete. Und dann sagt er an einer Stelle was ganz, oder an mehreren Stellen was Erstaunliches. Der sagt nämlich, den Ehelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht scheidet von dem Mann. Das kann man ja noch verstehen. Und dann steht in Vers 12, das war Vers 10, dann in Vers 12, den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und lässt sie sich gefallen, und sie lässt sich gefallen, bei ihm zu wohnen, der scheidet sich nicht von ihr. Also unterscheidet Paulus hier und sagt, den Ehelichen gebiete nicht ich, sondern der Herr. Und den anderen, den sagt er und nicht der Herr. Also gibt es einmal das Gebot des Herrn und einmal das Gebot des Paulus. Gibt es einmal die Meinung von ihm oder einmal nicht die Meinung von ihm. Einmal das Gebot Gottes und dann wieder das Gebot, was er sich vorstellt. Und sagt er an anderer Stelle, ich meine, ich habe aber auch den Geist Gottes. Wie soll man das verstehen? Was macht Paulus hier? Was ist das? Und wie ordnet man das ein? Ich frage das mal einfach so in die Runde, würde mich freuen, wenn sich da einige dran beteiligen. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu, was Paulus hier tut und warum der das so schreibt. Das sind nämlich Dinge, die, naja, die Gesetzesleute nicht so gut unterscheiden können. Ja? Die halten sich halt an Gebote, manche halten halt den Sabbat und die Speisegebote und viele, viele andere Dinge auch. Hier haben wir jetzt einen Text, der geht über dieses reine buchstäbliche Denken hinaus. Denn jetzt ist ja die Frage, wenn Paulus schon unterscheidet zwischen dem Gesetz des Herrn, was der Herr den Leuten gebietet und was er selber den Leuten gebietet, und dann auch noch sagt er seine Meinung. Weiter Vers 25 unten steht, von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als der ich Barmherzigkeit erlangt habe. Was macht der Paulus da? Ist das jetzt neutestamentliches Gesetz? Jetzt weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man tun soll. Soll man mosaische Gesetze halten? Soll man die 10 Gebote noch halten? Was ist das hier, was Paulus tut? Warum unterscheidet er so? Ja? Das ist so die kurze Frage, die ich an euch habe. Ich freue mich, wenn ihr euch daran beteiligt, an dieser kleinen Umfrage, und denke, dass wir die nächsten Tage dann uns den Text mal anschauen und vielleicht dann auch zum guten Ergebnis kommen. Bis dann, alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.